Und herzlich willkommen im dichten Blätterdach eines Strauches zu einer neuen Folge von Far Cry Primal hier in der Nähe des nächsten Leuchtfeuers. Ich bin gelaufen, habe uns ein Dachschen, einen kleinen Dachs noch geschossen und ein Höhlenbären war es und ein bisschen Holz gesammelt und so. Wir haben nicht viel, aber fürs Leuchtfeuer sollte es reichen. Und jetzt gehen wir mal mit Chuhu auf Erkundungstour. Und der eine hier? Ja, dann ist, ach, da oben ist noch einer. Und da ist noch einer, okay. Nur die drei? Dann schauen wir mal, ob wir das nicht mal ganz schnell erledigen können. Soll ich mal dein Köpfchen hier hinhalten? War's das schon? Ach, was mach ich denn? Ich bin ja doof. Entschuldigung. Ah, ich wusste doch, hier ist noch jemand. So, das ging ja erstaunlich schnell voran. Ach, ich habe mich schon wieder selber angezündet. Das ist auch nicht mehr lustig, ey. Kann ich hier noch ein bisschen Tierhaut kriegen oder sowas? Das ist nur Fleisch, ne? Das ist noch ein Belohnungslager. Das ist sehr schön. Tierfett können wir mal voll machen. So. Moment. Tierhaut. So. Ja, hier. Kannst auch mal ein Stückchen haben. So. Ja, du arme geschundene Seele, ne? Aber du warst auch nicht nett zu uns. Gut, dann sieht es ja wieder ganz gut aus hier mit uns. Dann markieren wir uns gleich mal den nächsten Ort auf unserer Reise. Und zwar der Ringwall-Außenposten. Den hatten wir ja schon in der letzten Folge gesehen. Und den werden wir uns jetzt mal vornehmen. Immer Angst bei diesen Greifhaken, dass ich nicht ganz unten bin. Hier ist noch irgendwo eine Winja-Rettung, die ich jetzt gerade nicht sehe. Wenn wir dann nachher wieder irgendwann zu Hause sind, dann können wir unserer Ohrenfrau, glaube ich, auch mal ihre Hütte machen. Und sollten wir noch einen Dachs finden, dann können wir auch unsere Höhle nochmal auffrischen. Wobei ich... Toll, der hat gar nicht daran gedacht, den Dachs zu töten. Er hat sich lieber den Winja genommen, der da lag. So, dann könnten wir jetzt, glaube ich, auch unsere Hütte aufhübschen. Stimmt das? Jawohl. So, der nächste Dachs, der kommt. Können wir überhaupt schon welche zähmen? Ich weiß es gar nicht. Oh, Dachse können wir noch gar nicht zähmen. Ja, dann ist gut.
Bleib's mal stehen. Ja. Und er hat's gar nicht mitbekommen, ne? Umso besser. So. Tasche voll. Ja, wir haben alles voll. Dann nehme ich wenigstens den Pfeil nochmal mit, ne? So, wie kommt man denn da am klügsten hin? Das ist schon da oben, ne? Ja, ja, nicht so laut. Gähn leise. Ah, hier kommen wir hoch. Gut, dann suche ich uns mal kurz eine Deckung irgendwo. Kleines Versteck. Und dann schicken wir mal Schuko los. So. Schuko! Der war ziemlich groß, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Schwubis da oben hinkommen. Ich vermute auch, der wird eskalieren, weil der sehr unübersichtlich ist. Entfernen, dann müssen wir sie später nochmal losschicken. Dann können wir ja hier schon mal hoch, ne? Erstmal unseren Tiger unten, erstmal. Das sind aber einige. Oh. Ja, lass mich mal schön in Ruhe. Ich bin gerade beschäftigt. Da ist kein Kletterhaken oder sowas, ne? Da ist einer. Ich gehe mal hier hinten rum. Ich hoffe, sehen die mich hier? Wahrscheinlich sehen die mich hier, ne? So. Dann schauen wir nochmal, ob wir was übersehen haben. Die Seite ist mir nämlich irgendwie zu nackig hier. Anscheinend tummeln die sich alle auf einem Platz. Wenn ich dem jetzt hier so eine... Achso, kann ich gar nicht. Ah, ich habe keine hergestellt, ne? Okay, ja, ist vielleicht doch besser so. Machen wir jetzt erstmal kein Tumult. Obwohl ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht zu vermeiden ist. Sonst niemand da? Also es sind genug, aber hier außen scheint ja alles frei zu sein bis jetzt. Und das Horn kann Shuru auch nicht zerstören, ne? Es ist nur ein Horn. Ein Horn? Ne, zwei. Zwei sind's. Alle zentral. Jetzt müsste Nacht sein, ne? Oh, wo geht's denn da unten noch rein? Ging's noch in irgendeine Höhle oder so? Huiuiuiui. Okay.
Tigerchen, du bleibst hier, ne? Das ist ja doof. Ich kann nicht mehr hochklettern. Das ist ja richtig blöde. Das ist ja richtig blöde hier. Was ist das denn? Ich glaube nicht, dass das ein guter Ort ist. Wie kommen wir denn an die Hörner ran? So, der sieht uns schon mal nicht mehr. Sie kriege ich vielleicht mit dem Langbogenbogen? Bogen? Nee, auch damit nicht. Eigentlich der Unterschied zwischen... Ist das so, dass der andere weiterwirft? Auf jeden Fall, hier ist kein guter Platz. Komme ich wieder zurück? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss jetzt hier runter, oder was? Oh, das ist aber keine gute Idee. Sehr unwegsames Gelände hier. Er glotzt halt auch genau hier runter. Boah, das wird aber eskalieren, Freunde. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Wir können mal versuchen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Die Eule den... Ne, kann die den nicht? Den dicken kann die nicht, ne? Schade. Aber die tun auf jeden Fall ihre Arbeit, das ist schon mal gut. Bitte lass die keine Verstärkung rufen. Ja, was? Sorry, ging nicht anders. So, Einhorn ist schon mal tot. Und das zweite ist irgendwie über mir, ne? Hier rauf. Hier rauf. Haben mich gesehen? So, wenn die mich gesehen haben, ist es jetzt nicht schlimm. Kann der Tiger übernehmen? Hallo. Ja, sehr schön. Ja.
Ringwall-Außenposten abgeschlossen. Das lief sehr gut. Ja, das hast du fein gemacht. Hier hast du ein Leckerchen. Ja. Ja, super. Wir brauchen nichts, ne? Okay. Dann können wir uns ja direkt weiter auf den Weg machen. Wir haben 4 Punkte, die wir vielleicht mal wieder einlösen könnten. Und was ist das hier? Gesundheitsregeneration. Ja, viel schnellere Regeneration. Kostet aber auch 3 Punkte. Verringerter Fallschaden. Wer fällt, der fällt. Der hat halt Pech. Jägerblick Taschen brauchen wir auch nicht. Jägerblick Pflanzen auch nicht. Was haben wir hier? Waffengeschick. Wechseln von Waffen mit Y geht schneller. Ja, vielleicht. Kettentakedown. Den kriege ich sowieso nie hin. Was haben wir hier oben? Hinterlistige Bestien zähmen. Höhlenbären und Dachse. Markierungsreichweite der Eule und die Ausruhzeit. Da frage ich mich schon fast, ob wir nicht... Was braucht man denn für unseren... Da. Ach, den schwarzen Rothund, ne? Seltenes Rothundfell. Oh. Ja. Ich würde sagen, wir sparen uns die 4 Punkte mal. Handwerk haben wir noch. Der Köcher, den könnten wir mal machen. Wobei ich nicht weiß, ob wir die 4 Braunbären noch für was anderes brauchen. Den Jägergürtel würde ich gerne machen, aber wir brauchen die Mammuts leider für unsere Ohrenfrau. Gut, dann gucken wir erstmal weiter. Was machen wir denn als nächstes? So, wir haben hier unten noch ganz viel, aber hier unten haben wir auch die Isila. Wir könnten mal ins Dorf zurückgehen. Und da mal die Häuschen bauen und unsere Höhle. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt ja hier Schnellreisepunkte auch zur Verfügung, die wir nehmen können. Wir haben hier noch Urki, der Denker, und wir haben hier oben auch noch das Blutzahn-Mammut. Also würde ich sagen, wir gehen mal in unser Dorf zurück, ganz schnell. So. Und machen uns mal das Häuschen schön. Hausparty. So, 3000 Erfahrungspunkte und das heißt nochmal 2 Fähigkeitspunkte. Das ist sehr schön. Und dann gehen wir mal zur Ohrenfrau. Die freut sich bestimmt, dass sie ihre Mammuts kriegt. Wie sie da einfach schon wieder hockt, ne? Was, jetzt braucht sie Alderholz? Oh. Geh ich mal kurz zum Belohnungslager. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, die brauchte 32 oder so, ne? Ja, ich glaube nur 23. Hier haben wir noch ein Täschchen irgendwo. Vielleicht liegt da ja noch was drin. Blaublatt, lila Blatt. Tja, da muss die Gute wahrscheinlich immer noch warten. Ja. Oh, wie sie da mit ihrem Ohr wieder sitzt. Ja, die hat auf jeden Fall ein Problem. Ich laufe mal schnell und guck mal, ob wir noch ein bisschen Holz finden für die gute Dame, damit die endlich ihre Hütte hat und wir die restlichen Mammuts, die wir bekommen, verwerten können für andere Dinge. Hier sollte sich ja ein bisschen Holz finden lassen. Das kann ja nicht so schwer sein. Genauso wie der Rothund, ne?
So, da haben wir schon mal zwei. Wie die einfach die ganze Nacht durchschreien. Die armen Tiere, ey. Kein Wunder, dass sie die Menschen alle von Anfang an gemieden haben. Geh weg. Geh doch weg. Bist du tot? Ja, jetzt bist du tot. Das hast du jetzt davon. Da läuft irgendwas hinter uns her. Sind das vielleicht Rothunde? Ja, aber kein seltener. Okay. Leider nicht. Ach, der Rothund. Ja, irgendwas ist halt immer, ne? Du suchst dir halt einen ab. Und wieder sage ich, dass das eventuell Dinge sind, die dieses Spiel vielleicht ein bisschen in die Länge ziehen. Hier ist auch noch irgendwo eine Tasche. Da oben. Toll. Voll mit Knochen. Auch schön. Ich mache uns mal ein paar Pfeile. Wie jetzt hier einfach wie so ein Irrer durch die Gegend rennt und Holz sucht. Nachts. Ach, hier ist die Hütte von da, von der anderen Seite, wa? Okay. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Komm, das lila Blatt hier können wir auch noch mitnehmen. So, wir müssten jetzt eigentlich bald schon genug haben. Ich guck noch mal kurz. Ja, das reicht. Gut. Auch noch mit. Na, könnt ihr mich hier nicht angreifen? Na, was ist denn? Diese Freaks. So, was brauchtest du denn nochmal? Nordton. Auch nicht mehr so viel. Wenn wir das nächste Mal im Norden sind, hat sich das vielleicht erledigt. So, liebe Ohrenfrau. Dann komm mal her, dann machen wir dir mal die Hütte schön. Ach, jetzt heult die wieder. Heulen müsste ich 4 Mammutfälle. So, seltene Nahrungsrezepte. Mhm, du findest jeden Tag seltene Gegenstände in deinem Belohnungslager und 3000 XP. Ja, gut. Hey. Manu Tushisnar. Yasalwa Winja Waicha Sudaha Sawaida. Okay, wer ist das? Ich bin ja nie hier. Hat hier jemand eine Gitarre? Hört ihr das auch? Hier wird jemand rumgezupft. Oh, einen Höhlenbären noch, dann können wir auch Vogas Hütte machen.
Und ich sehe, also der Schamane möchte gerne mit uns reden. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann tun wir ihm doch den Gefallen in der nächsten Folge von Far Cry Primal. Ich sage, Mama, wir legen uns jetzt erstmal Mama Fati schlafen. Was ist das denn? Guck mal. Ja, sehr schön. So, ich lege... Ja, nachdem ich mich angezündet habe, lege ich mich schlafen. Und in der nächsten Folge reden wir mal mit Tensei und gucken mal, was er uns wieder Leckeres zum Trinken anbieten wird. Und ich sage bis dahin, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf und gehabt euch wohl.